Guten Morgen, es ist der 2. September 2022. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum SDK-Talk. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema herausgegriffen. In der Fresenius-Gruppe gab es vorletzte Woche eine Entscheidung, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende abberufen wurde und ein neuer berufen wurde. Das kann man sehr, sehr positiv sehen, nachdem der Börsenkurs so stark zurückgegangen ist. Einerseits wird das Gespräch von Herrn Tassler geführt. Das ist unser Sprecher, der bei der Hauptversammlung auch anwesend war, die zurzeit leider nur virtuell stattfindet. Und auf der anderen Seite Reinhard Martius. Ich bin auch Sprecher der SDK und habe ganz in der Nähe von Fresenius 30 Jahre gewohnt. Herr Tassler, mich würde jetzt mal interessieren, wie Sie diese ganze Sache einschätzen. Also ich sehe das ähnlich. Wie gesagt, langfristig muss man das im Auge behalten. Und wenn ich mir die Entwicklung der Vergangenheit ansehe, dann ist Fresenius oder die Aktionäre der Fresenius sind ja auch verwöhnt gewesen durch das starke Wachstum. Wir sollten nicht vergessen, dass Fresenius nach wie vor sich in einem Wachstumsumfeld befindet. Das gilt für die Töchter Kabi, das gilt aber auch für den Klinikbereich, insbesondere auch durch den Zukauf in Spanien und Südamerika. Und da lasse ich mir auch eine gewisse Stärke des Konzerns nicht absprechen. Dass die Börse das temporär anders gesehen hat, mag sein, aber manchmal sind ja auch die inneren Werte häufig widersprüchlich zu dem, was tatsächlich an der Börse passiert. Haben wir denn bei Fresenius, war ja, deswegen habe ich das im Einspann so gesagt am Anfang, war ja ganz klar ein Konzern, der auch mit durch den Vorgänger, den CEO, der heutzutage bei Nestlé ist, ein Unternehmen, was sehr finanzgetrieben war. Das heißt also, zu der damaligen Zeit war das Rating nicht überragend, aber das, was der Kapitalmarkt geliefert bekommt, wurde eigentlich immer übererfüllt. Hat Fresenius in dem Bereich, gibt es dort Risiken? Und auch eine andere Sache, die mir mal in den letzten Jahren auffiel. Normalerweise macht man irgendwo mal im Kapitalmarkt eine Optionsanleihe und macht die wirklich mit Bezugsrechten über bedingtes Kapital. Fresenius war so forsch, hat das gemacht, dass er die Bezugsrechte gekauft hat am Markt, ne, um mit 35% auf Geld das Ganze zu strukturieren. Könnte der SDK und ihren Mitgliedern von der Seite in den nächsten 3 bis 5 Jahren, sag ich mal, wenn das weltwirtschaftlich schwieriger würde, was passieren oder halten Sie diese Risiken für überschaubar? Also ich glaube, man muss sehen, dass das, was Marc Schneider gemacht hat, er ja auch nicht alleine gemacht hat. Zu der Zeit war Stefan Sturm Finanzvorstand und hat diese Wachstumsphasen über Jahre als Finanzchef mitbegleitet. Wenn man das weitere Wachstum insbesondere in der jüngeren Vergangenheit ansieht, muss man, glaube ich, auch als Aktionär zubilligen, dass man einen Kauf sehr wohl überlegen muss. Und Fresenius hat immer die Philosophie ausgegeben, etwas zu kaufen und die dazu erforderlichen Fremdmittel innerhalb der nächsten 3 Jahre über die Marge wieder abzubezahlen. Das ist ein wenig in Stocken geraten, aber das würde aus meiner Sicht auch nicht dazu veranlassen, dass man jetzt einfach nur dazu kauft des Wachstums willen, sondern man muss natürlich auswählen, was man kauft. Und die Absichtserklärung habe ich bei Stefan Sturm immer wieder verstanden und ich glaube auch, dass diese Wachstumsphilosophie bei Michael Senn genauso vorhanden sein wird. Wenn man Fresenius so ein bisschen beobachtet, ist es ja einer der wenigen Werte, der eigentlich immer steigende Dividenden hat. Also
ist dabei auch die Ausschüttungsquote nennenswert gestiegen oder kam das aus den Erträgen? Ich sage mal, wir haben jetzt ja eigentlich, ich habe jetzt nicht genau geguckt, sag mal 5 schwierige Jahre. Und jetzt gibt es ja immer verschiedene Dinge. Leute gucken immer auf eine absolute Dividende. Mein Vater hat immer so schön gesagt, die Dividende sollte verdient sein. Ist die Ausschüttungsquote deutlich über die letzten 5 oder 8 Jahre angestiegen oder ist die Dividende mit wachsenden Erfolgen des Unternehmens angestiegen? Also die Dividendenpolitik von Fresenius war aus unserer Sicht sicherlich am unteren Rand unserer Forderungen, die irgendwo bei 20-22% Ausschüttungsquote war. Ich habe auch in den physischen Hauptversammlungen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir andere Erwartungen haben. Und wenn Sie ansprechen, ob das aus dem Ertrag herauskommt, ja, eindeutig ja. Allerdings hatte die Börse höhere Ertragserwartungen, als in den letzten 3 Jahren gezeigt worden ist. Aber Fresenius hat sich auch dahingehend gemausert, dass man den nicht nur eine kontinuierliche Dividende, sondern auch einen kontinuierlichen Dividendenanstieg. Und ich meine, in den letzten 2 Jahren gesehen zu haben, dass dieser Anstieg nach wie vor stattgefunden hat. Also wir sind jetzt deutlich höher als in den zurückliegenden Jahren, was die Ausschüttungsquote angeht. Also was mir jedenfalls ausfällt, dass der Kapitalmarkt es erstmal positiv gesehen hat. Und ich finde es persönlich auch sehr, sehr geschickt, denjenigen, der jetzt vom Kapitalmarkt dafür verantwortlich gemacht wird, dann auch aus der Schusslinie zu nehmen und per 30.09., sag ich mal, zu ersetzen und wieder ein bisschen neuen Schwung hineinzubringen. Ich hatte das Gefühl, auch die Börsenzeitung hat das Ganze meines Erachtens sehr, sehr konstruktiv begleitet und sehr gut beschrieben, auch wo die Chancen liegen. Ich sehe es genauso wie Sie. Man kann nicht erwarten oder man sollte nicht erwarten in dem schwierigen Kapitalmarkt, dass sich das sofort auswirkt. Aber eins könnte auf der anderen Seite auch passieren. Es ist so wenig Erwartungshaltung in dem Wert. Und ein Kapitalmarkt reagiert plötzlich auf Veränderungen dann auch vielleicht besonders erfreut. Ich würde auch sagen, man sollte, wenn man dort investiert, sicherlich einen Zeitraum von 2 Jahren sich geben, bis sich das widerspiegelt, aber je nach Umfeld, wenn wir haben doch eine Vola des Titels, die ist auf DAX-Index-Niveau. Ne? Und die war, früher war das KGV und sowas extrem hoch, die Aktie war teuer. Jetzt würde ich mal so sagen, sind wir in einem Bereich, wo Value-Investoren und Private-Equity-Investoren sich Fresenius und jeden Teil des Unternehmens sehr genau angucken. Also ich habe jedenfalls von meiner Entscheidung getroffen, mit meinem eigenen Geld dort ein bisschen aktiv zu werden. Aber das ist jetzt meine persönliche Entscheidung. Ich halte das Unternehmen auch eigentlich für gut besetzt. Vielleicht müssen noch 2, 3 andere Leute gehen oder ersetzt werden, um ein bisschen Frische da reinzubringen. Wie man im Fußball so sagt, Christian Streich und andere oder in Frankfurt bei der Eintracht, das Team muss noch ein bisschen mehr strahlen. An dem frischen Wind ist, glaube ich, sicherlich was dran, auch wenn man die Vergangenheit der beiden neuen Führungskräfte sieht, lässt das Erwartungen hoffen. Ich persönlich setze aber ähnlich wie Sie auch auf die Struktur des Konzerns und die Wachstumschancen, die da sind. Und wie ich vorhin gesagt habe, eine Langfristperspektive, 2 Jahre ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Zeitraum,
die man bereit sein muss. Und dann werden Entwicklungen im Geschäftsfeld bis hin zum Ergebnis sich auch im Aktienkurs widerspiegeln lassen. Nächste Woche haben wir einen Call für Porsche, VW und den Porsche-Börsengang. Der ist aber nur für Mitglieder offen. Bitte sagen wir es weiter. Kosten-Nutzen für die 65 Euro als Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist nicht hoch, falls Sie sich auch unterjährig dafür entscheiden sollten oder zu Weihnachten, ist es sicherlich ein Weihnachtsgeschenk mit einem extrem hohen Nutzen, gerade auch für die heranwachsende Jugend. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mehr und mehr dort aktiv wird. Vielen Dank, Herr Tassler, oder möchten Sie noch Schlussworte dazu sagen? Ich freue mich auf die nächste physische Hauptversammlung und auf die Kommunikation mit den Aktionären.